Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Es ist Sonntagmorgen, ich glaube 8 Uhr. Mein Kaffee ist auch am Start und ich lade euch dazu ein bisschen mit mir den Sonntagmorgen zu verbringen. Und ich hoffe, wir können dieses Video durchdrehen, ohne dass ich von meinem Enkel gestört werde, der wahrscheinlich auch gleich zu Oma nach oben stapfen wird. Das ist nämlich genau seine Zeit, aber wir beginnen einmal. Ich habe mir heute ausgedacht, ganz typisch zum Thema Enkel, sag mal, Wolfsmama, würdest du denn eigentlich noch ein Kind in diese Welt setzen? Ich muss den Kaffee mal hier unten abstellen. Würdest du denn noch ein Kind haben wollen, wenn ich denn könnte? Ihr wisst, ich kann gar nicht mehr. Ich habe meine Menopause schon lange hinter mir. Also ich glaube, die ist so mit 40 angefangen, 42 oder 43, richtig früh bei mir eigentlich. Das sollte man gar nicht denken bei so vielen Kindern, ne? Aber ich habe tatsächlich das schon sehr früh. Dann ist das bei mir eingetreten. Wahrscheinlich hat der liebe Gott gesagt, entschuldigt bitte, ich huste wieder richtig viel, ihr müsst das leider ertragen. wahrscheinlich hat der liebe Gott gesagt, das reicht, keine Kinder mehr. Deswegen ist es theoretisch gar nicht mehr möglich, aber und praktisch auch nicht, wenn wir mal sagen, es wäre möglich, was ja durchaus noch geht. Ne? Also ich werde jetzt dieses Jahr, inshallah, in einem Monat werde ich 56 und es gibt ja durchaus Frauen, die auch in diesem Alter es noch schaffen, selber ein Kind zu bekommen. Das ist ja jetzt keine Seltenheit, naja, doch schon eine Seltenheit, aber es kommt ja vor. Also nehmen wir mal an, ich könnte noch, ja? Würde ich denn noch? Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Man könnte ja annehmen, also ich habe jetzt so viele Kinder und man könnte ja annehmen, dass ich da noch Lust hätte und dass ich das auf jeden Fall auch noch mal wagen würde und mir zutrauen würde. Und da muss ich ganz klar sagen, auf gar keinen Fall. Sicher würde ich mir das zutrauen und sicher würde ich es vielleicht sogar viel besser machen, als ich es in meinen jungen Jahren gemacht habe. Weil ich glaube, eine ältere Mutter hat auf jeden Fall viel mehr Erfahrung, viel mehr Ruhe auch für die Erziehung und viel mehr, oh, ich schwitze wieder, Leute, meine Güte. Und viel mehr Kompetenzen ja wahrscheinlich auch. Auch geht es älteren Frauen in der Regel finanziell viel besser, dass sie nicht mehr so viel Sorgen haben, dass sie nicht mehr so viel Existenznöte auch mit sich ausmachen müssen. Aber ich habe da gar keine Lust mehr zu. Ne? Wenn ich meine Umgebung betrachte, wie schwer und wie schwierig es ist, kleine Kinder großzuziehen, dann graust es mich davor, ehrlich gesagt, weil du kannst keine Minute mehr mit dir alleine verbringen. Es ist immer dein Kind bei dir. Tag und Nacht braucht es, gerade in der Babyzeit und Kleinkinderzeit, deine Aufmerksamkeit. Und es ist überhaupt nicht einfach, dem Kind gerecht zu werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist sogar ein wenig unmöglich, dem Kind gerecht zu werden. Weil ich denke, dass eine Mutter, die ein Kind bekommt, ja, es sind ja zwei verschiedene Menschen. Und klar, wir Mütter haben so einen Mutterinstinkt, der existiert tatsächlich, aber es ist trotzdem eine Mammutaufgabe, alle Wünsche und alle Bedürfnisse des Kindes so zu bewältigen und so perfekt und hundertprozentig hinzubekommen, dass dieses Kind tatsächlich auch eine zufriedene Kindheit und eine Kindheit geschenkt bekommt, die es verdient hat und die auch die besten Voraussetzungen bieten, um ein späteres, wirklich, wirklich nicht einfaches Leben zu bewältigen. Ich glaube, wir alle können sagen, dass wir viele, viele Probleme haben, jeder von uns. Und dass eine gefestigte Psyche und dass eine liebevolle Kindheit und eine Kindheit mit ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel emotionaler Bindung so wichtig ist, dass ich glaube, sagen zu müssen, dass es wirklich richtig, richtig schwer ist, auch bei einem Kind nur. Und diese Verantwortung zu übernehmen für dieses Lebewesen,
Dazu sehe ich mich in der Lage, ja, weil ich habe das wirklich mehr als einmal hinter mir. Und auch als Oma bin ich weiterhin, wie ihr wisst, immer gefragt, aber ich würde das nicht mehr machen wollen. Ich verstehe auch im Moment gar nicht so sehr mehr meine frühere Denke, wieso ich so viele Kinder haben wollte. Ja, klar, ich würde das jederzeit wieder machen und jedes meiner Kinder, über das bin ich froh und dankbar und Alhamdulillah, ich danke jeden Tag dem lieben Gott dafür, aber du kannst, wenn du so viele Kinder hast, nicht eben diese Gerechtigkeit geben, die es verdient hat und die es braucht und die so wichtig ist für die psychische und ja, körperliche Entwicklung gar nicht, aber für die psychische Entwicklung. Und es bleibt gar nicht aus, dass der eine oder andere hinten überkippt und sich vielleicht auch vernachlässigt fühlt, indem es eventuell nicht die hundertprozentige Aufmerksamkeit und Liebe der Mutter bekommt, ja. Ich muss für meinen Teil aber trotzdem wirklich Resümee ziehen und vor mir selber den Hut ziehen. Denn ich glaube, ich habe das richtig gut gemacht und ich glaube auch, ich habe mehr als 100.000% gegeben und habe es auch wirklich, Alhamdulillah, fast perfekt hinbekommen, dass ich meine Kinder so habe es geschafft, aufwachsen zu lassen, dass sie dieses, ja, dass sie die Liebe der Mama wirklich auch 100% fast und sag mal 95% bekommen haben. Und da, wo ich dann später einfach auch die Zeit nicht mehr hatte, so wie ich es bei den ersten Kindern logischerweise noch hatte, haben die älteren Geschwister eingegriffen. Die haben meinen Part übernommen. Nämlich dann, wenn die Kinder älter geworden sind und wenn sie so die ersten Abnabelungsprozesse von den Eltern natürlicherweise durchlebt haben, sind die Geschwister umso mehr da gewesen für die Kleinen und für die Größeren auch, ja, so dass wir alle wie ein Rad ineinander gegriffen haben und den anderen Part, der eventuell dann zu kurz kam, zu kurz kommen musste, durch die viele Arbeit, die wir Eltern ja hatten, um die ganze Kinderschar zu ernähren und zu versorgen, haben die Geschwister übernommen, ja. Aber was macht denn eine Mama, die jetzt nur ein Kind oder zwei hat? Klar, da ist es natürlich auch einfacher. Sie kann viel mehr machen und kann viel mehr sich natürlich um die Kinder kümmern, weil sie viel mehr Zeit auch hat. Entschuldigung. Scheiße. Ich kann das rausschneiden, habe ich aber keine Lust und keine Zeit. Deswegen, das müsst ihr heute ertragen. Tut mir echt leid. Aber es ist eben nicht so, dass das trotzdem auch für ein oder zwei Kinder, die man hat, enorm schwierig ist, ja, dem Kind so zu gerecht zu werden, wenn man einfach die Erfahrung noch nicht hat, ja, wenn man einfach nicht vieles noch nicht weiß, wenn man vieles mit dem Kind zusammen lernen muss und während dieses Lernprozesses auch oft, oft, auf Türkisch fällt mir das Wort ein, auch oft Dinge entstehen, die falsch laufen und die nachher aber beim Kind keinen Schaden, das ist jetzt zu hart ausgedrückt, aber doch etwas in dem Kind sich entwickeln lassen, was man gut verhindern hätte können, wenn man da mehr Wissen und mehr Erfahrung gehabt hätte. Aber wenn man mal sagen, okay, ich weiß das ja jetzt alles und ich kann das ja jetzt auch alles und ich sage, wenn man mal sagen, okay, ich habe jetzt da auch vieles richtig gemacht, trotzdem glaube ich, dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein. Also allein schon die Tatsache, wenn die Kinder krank werden, und wenn sie die ganzen Nächte durchweinen und wenn sie den ganzen Tag hin und her getragen werden müssen und wenn sie mich als Mama Tag und Nacht fordern, glaube ich, wäre ich jetzt tatsächlich auch überfordert. Ich glaube nicht, dass ich das noch so körperlich und auch geistig schaffen würde, dass ich dem Kind gerecht werden könnte, so wie es
das verdient hätte. Das hat auch nichts mit meinem Alter zu tun. Ich glaube, das hat eher mit meiner, mit meinem, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin ausgelaugt, ja. Ich bin tatsächlich total kaputt, was das Thema Kindererziehung anbelangt. Ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und insofern darf ich das auch nicht. Selbst wenn ich könnte, müsste ich da Vorkehrungen treffen, dass das nicht passiert, weil sonst würde ich dem Kind, welches dann entstehen würde, einfach auch nicht gerecht werden. Denn ich finde, jedes Kind hat auch den Anspruch und das Recht, gewollt zu werden und mit seinem vollen Anspruch auf Versorgung und Liebe und Zuneigung groß zu werden. Und wenn da nur ein ganz kleiner Zweifel besteht, bei der Mama vor allen Dingen, ja, die Mama ist einfach das wichtigste Instrument, würde ich fast mal sagen, in den ersten Lebensjahren und durch nichts ersetzen. Und wenn da in irgendeiner Art und Weise etwas mit dem Wort Zweifel in der Luft schwingt, sozusagen, dann ist das nicht einfach, so ein Kind zu versorgen. Trotz alledem, ja, ich liebe natürlich es, wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt. Es ist so unschuldig und es ist auch oft so der Grund gewesen, ja, ein frisches, neues Leben, etwas, was du formen kannst, etwas, was von dir selber und von deinem Partner entstanden ist, etwas total Unschuldiges. Ja, es hat noch keinerlei Vorleben sozusagen in seinem Charakter und kann daher total auch ein wundervoller Mensch werden, wenn man das richtig anpackt. Diese Herausforderung ist so unglaublich emotional und so schön, dass man durchaus in Versuchung geraten könnte. Ja? Aber ich persönlich auf gar keinen Fall, selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, nie im Leben, ich würde alles tun, damit das nicht passiert. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, wenn es dann doch passiert, bin ich ein totaler Gegner von jeglicher Art von Maßnahmen, die dann dieses Leben beenden. Ja, also auf gar keinen Fall. Alles, was kommt, ist von Gott gegeben und damit habe ich umzugehen. Damit habe ich dann auch die Aufgabe, das in meinem Leben zu bewältigen, auch wenn es dann nicht gewollt war. Ja, das ist auf jeden Fall so meine persönliche Einstellung dazu. Gut, meine Lieben, damit beende ich dieses Thema und damit hoffe ich, dass ich so einen kleinen Einblick gegeben habe. Nein, keine Kinder mehr, auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht mehr. Das ist einfach viel zu anstrengend, das ist viel zu nervenaufreibend, das ist viel zu viel Verantwortung und das für ein Leben lang. Ja, es ist ja nicht nur für ein paar Monate oder für ein paar Jahre, es sind mindestens 18 Jahre, in denen du voll als Mama gefordert wirst. Und je älter die Kinder werden, desto größer werden leider auch die Sorgen. Und bei uns ist es ja sogar so, dass du ein Leben lang für die Kinder Verantwortung zeigen musst. Ja, wir sind eben eine Kultur, in der die Familie weiterhin immer füreinander da ist und das wird nicht einfacher, je älter die Kinder werden, so größer werden auch die Sorgen, leider. Meine Lieben, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Sonntag.